Ich habe ja leider schon meine Nebenmission in den Außenlanden verbockt. Und ich find's lustig, wie ich Gunst bei den Ungebrochenen jetzt gewonnen habe. Scharlachroter Chor hasst mich, ist klar, Geschmähte mögen mich. Die Ungebrochenen fangen langsam an, mich ein bisschen zu mögen. Gilde der Weisen, da hätte ich gerne auch, dass die mich mögen. Auch wenn ich noch die plus 6 Wissen durch den Zorn gerne hätte. Borstene Bruderschaft, die hätte ich eigentlich auch gerne als Verbündete und weniger als Bezornte, weil plus 3 Nahkampfschaden ist auch nicht schlecht. Und die Bruderschaft ist eine ziemlich gute Söldnergruppe. Wendrienwache, da kann ich niemals wieder was gut machen. Ja, ich habe. Schon viel hier bei der Wendrienwache. Nidians Kreuzung. Das möchte ich auch gerne, weil da bin ich ja der Chef sozusagen. Landry brauche ich mehr Gunst. Beric ist okay soweit. Lyra ist schon voll. Beric könnte ich noch volle Gunst ge gern gebrauchen. Bei App auch. Sirin, die muss ich irgendwann mal befreien. Ja, und das hier sind meine Artefakte. Tunon, mit dem möchte ich es mir eh nicht verscherzen. Ash, ja, die Sache hier würde ich gerne irgendwie wieder rückgängig machen. Weniger Zorn. Ja, was Stimmen ist mir egal und Bläden Mark. Ja, auch wenn ich es nicht gerne tue, ich muss mal ein bisschen grausam sein, um Bläden Mark zufriedenzustellen. Der Typ macht mir nämlich Angst. Also ich glaube vor keinem Archonten außer vielleicht Thunon, weil der mein Vorgesetzter ist, habe ich so viel Respekt wie vor Bläden Mark. So. Das erste, was ich mal schnell machen werde, ist Schrott verkaufen. Nicht an dich, Osmia, sondern an Zephylos. Der ist nämlich ihr Händler. Zeig mir deine Waren. Ach ja, wir haben hier noch Sachen gekriegt. Was macht eigentlich der Rosttalisman? Entropisch. Rüstung von Angriffen durchdringen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt aber verkaufen. Was habe ich denn? Was sich verkaufen lässt. Unaufhaltsame Kraft und Huf der Titan. Eigentlich alles, was. Großbogen, obwohl den Großbogen behalte ich mal für den Fall, dass ich noch einen Fernkämpfer kriegen sollte. Ein Bronzeschwert aus dem Unwegsamland, das brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Weil ich glaube, dafür habe ich sogar schon. Bronzeschwert aus Ardent behalte ich mal. Die Ringklinge, das ist eine Zweihandwaffe, behalte ich auch mal. Rüstungsmäßig, was habe ich denn da? Handschuhe der Ungebrochenen, Handschuhe des Momentums, leichte Lederhandschuhe, behalte ich auch mal alles. Das regenerierendes Anstecknadel. Armschienen der Geschmähten, die sind nichts mehr wert. Das kann ich auch an einen Händler verkaufen, hieß es. Edelsteine hebe ich mal auf. Questgegenstände kann ich eh nicht abgeben.
Patrouillenpläne, das sind alles Questgegenstände. Ich könnte die hier alle verkaufen. Ich, ja, 55 Goldringe, Kupferringe, Bronzeringe. So. Checke ich mal kurz meine Türme. Wen ich da noch anwerben könnte, vor allem hier. Metallene Leichtrüstung, die sich auf einzigartige Waffen spezialisiert hat. Die werbe ich mal an. Und dann sind es nur noch zwei. Hier könnte ich den Schicksalsbinder Kesper anwerben. Für einen Eisenring. Essensration, Waffen. Schlachtfeldplünderer, der einzigartige Sachen. Ich werbe mal den Lehrer noch an. Ein Händler, der Sammelsurium. Rastvorräte. Rastvorräte brauche ich eigentlich nicht so oft. Viele einzigartige Gegenstände. Waffen produziert. Ne, die letzten beiden Plätze lasse ich jetzt mal frei. Und der Rest hält sich mal bitte zurück, während ich mit Ash rede. Die große Festung des Wachplatzes ist unser. Oh, wie ich es genießen werde, auch noch die letzten Überreste der Ungebrochenen niederzureißen und die Standarte dieses gebrochenen Reiches zu begraben. Das ist ein großer Sieg für die Geschmähten. Vor allem aber sind wir von dem Edikt der Stürme befreit. Meine Läufer sprechen in den höchsten Tönen von dir, doch ich habe sie ausdrücklich angewiesen, nicht zu viele Einzelheiten von deinen Taten zu berichten. Ich wollte sie unmittelbar von der Quelle hören. Ich will mehr darüber wissen, was es für ein Gefühl war, in der Mitte des Sturms zu stehen, während die Magie des Oberherrn sich um dich herum aufgelöst hat. Was ist mit Amelia? Du hast sie sicher zu mir zurückgebracht. Sie ist in Ehren, es in Sicherheit und trotz allem bin ich froh, dass sie wieder zu Hause ist. Er nickt tief und seufzt. Die Anspannung weicht aus seinen Schultern, wenn auch nur vorübergehend. Sie hat sich in ihr Quartier zurückgeschoben und spricht nicht darüber, was während ihrer langen Gefangenschaft vorgefallen ist. Ich habe ihre Wache angewiesen, ihr Raum zum Ruhen zu lassen, zum Widerlang ihrer Kräfte, doch bisher sperrt sie sich nur ein. Sie hat sich auch nicht den Rat ihres Vaters eingeholt. Er runzelt nachdenklich die Stirn. Du bist gewiss müde von der Reise. Ich bin begierig, deine Berichte zu hören, aber ich verstehe es, wenn du zunächst deine Gedanken sammeln musst. Heute ist ein freudiger Tag und ich möchte ihn nicht durch Ungeduld verderben. Ich habe den mächtigen Turm des Ozeans für mich beansprucht. Wie ein Turm mehr für dein Arsenal. Beeindruckend. Aber ich frage mich, was du mit 2, 3, 7, 8 Türmen tun kannst. Was du nicht auch mit einem tun kannst. Ich kann auf jedem unterschiedliche Upgrades bauen. Gib mir Bescheid, wenn du es herausgefunden hast. Ich nehme an, dass auch Tuna daran interessiert sein wird. Ganz zu schweigen von Neras Stimmen, ob es dir gefällt oder nicht. Du hast unsere Aufmerksamkeit und wir werden dich beobachten. Sprechen wir über meinen Erfolg im Wachplatz. Der Sitz des Regenten und das getrübte Spückstück des unbeugsamen Landes. Ich habe dies erwartet, also sag mir, was hast du zu berichten? Stratos Herodin ist tot. Das hört erfreut mich. Dieser Feigling hat sich viel zu lange hinter die Mauern vom Wachplatz gekauert und verdiente Kyros Gnade nicht. Die Familie des Regenten war eine inzüchtige und verdorbene Linie gescheiterter Herrscher. Sie hatten weder den Mut noch das Durchhaltevermögen, ihr Reich zu Wohlstand zu führen, wie sie eindrucksvoll bewiesen haben. Das unbeugsame Land ist ohne sie sehr viel besser dran. Das Edikt der Stürme ist beendet. Und ich habe zum ersten Mal seit meiner Rückkehr nach Herrn der Esse wieder saubere Luft geatmet. Dir ist gelungen, was meine Truppen nicht schaffen konnten. Noch wichtiger ist, dass du Kyros Zorn fürs Erste gedämpft hast. Nachdem die größte Pattsituation der Eroberung des Landes ein Ende gefunden hat, haben wir uns gewiss die Gunst von Tunum wie auch von Kyros erworben. Jede Tat, die du im Namen der Geschmähten vollbringst, untermauert unser Recht, über diese Lande zu herrschen. Ash ballt die Faust und reckt sie triumphierend in die Höhe.
Wie hat es sich angefühlt, Schicksalsbinder? Ich hatte nie die Ehre, einen Edikt zu brechen, geschweige denn mehrere. Es hat sich nicht angefühlt, als würde ich einen Zauber brechen, als würde ich ihn absorbieren. Ich spiele mit Mächten, über die ich wenig weiß. Wenn es euch recht ist, würde ich meine Gefühle zu diesen Angelegenheiten lieber für mich behalten. Nehmen wir das erste Mal. Ein eigenartiger Unterschied. Ich würde dir ja trösten, versichern, dass es vorübergehen wird, aber das wäre ein leeres Versprechen. Deine Taten im Wendrinsbund haben dazu geführt, dass wir alle mehr von dir erwartet haben, als man einem gewöhnlichen Rechtspfleger aufbürden kann. Unsere zugegebenermaßen hohen Erwartungen erfüllen wird dich nicht nur durch diesen Krieg bringen. Wenn der Stab sich gelegt hat, warten größere Dinge auf dich. Also, was sind unsere nächsten Schritte? Die Region des Klingrab wird jetzt von Geschmiede kontrolliert. Das Wichtigste zuerst, meine Soldaten haben mir von deinen Aktivitäten im Klingrab berichtet. Sie sahen, was geschah, als du das Edikt der Stürme brachst. Die Macht dieses Edikts durchströmte dich wie der Wind. Niemand konnte es sich erklären, aber ich habe eine Vermutung. Du wirst mächtig. Ich kann es mir nicht erklären, aber wenn ich die Edikte breche oder Türme betrete, fühle ich mich stärker. Es gibt eine Verbindung zwischen Edikten und dem, was in der Himmelfahrtshalle geschehen ist. Ich setze noch immer die Puzzleteile zusammen. Nämlich das erste Mal. Das sind Werkzeuge, die das Wissen der Leute und Archonten gleichermaßen übersteigt. Sieh dich vor, dass du deine Grenzen nicht überschreitest. Jemand in Kyros Hierarchie passt immer auf. Bläden mag. Da das nun aus dem Weg wäre, wollen wir uns wieder mit dem Krieg selbst befassen. Unsere Position in den Stufen wird täglich stärker, aber noch liegt einige Arbeit vor uns. Es ist an der Zeit, unsere Chancen in diesem Krieg zu erhöhen. Diesbezüglich gibt es zwei interessante Regionen und jede von ihnen würde unsere Stärke im Reich steigern. Lethias Kreuzung ist das Zuhause von Händlern und den Eisengebundenen, geschickten Handwerkern. Die brennende Bibliothek war einst das Zuhause aller wissender Weisen, bevor Kyros sie zu Asche verbrannte. Ich werde erst nach Lethians Kreuzung gehen. Da du so gütig warst, die Kreuzung nach deiner Zeit als Gouverneur in den Händen meiner Legion zu belassen, wirst du die Siedlung als höchst gastfreundlich erleben. Ja, das kennen wir ja. Kann ich ja mal kurz durchlesen. Die Bronze Bruderschaft stellte die ursprüngliche Bewachung von Lethias Kreuzung. Sie übergaben die Kontrolle jedoch an Kyros Truppen und blieben als Unterstützung zurück. Mit der Zeit erwiesen sie sich als zu schlecht organisiert, um den Frieden zu wahren. Du hast die Siedlung an die Geschmähten übergeben in dem Vertrauen, dass sie dank ihrer Disziplin die Ordnung aufrechterhalten können. Die Soldaten der Bruderschaft erinnern das als große Ungerechtigkeit. Die Eisengebundenen spielen bei der fortwährenden Bewaffnung von Kyros Truppen eine wichtige Rolle. Wir sollten sie von den Bürden dieses Kriegs abschirmen. Eine eisengebundene Meisterin ist jetzt gerade unterwegs nach Lithians Kreuzung. Sie heißt Sedina. Das Beste wäre, sie abzufangen, bevor sie dort ankommt. Wenn wir ihren Wert und den ihrer Handwerkskollegen anerkennen, werden die anderen zwangsläufig zum selben Schluss kommen. Ein Ältester lebt in einer der kargen Schuppen der Siedlung. Sie nennen ihn Ildian und er könnte mehr über die Region wissen. Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Nichts lebt wohl erstmal. Ich würde einfach gerne mal alle auswählen. Right. So, ach nee, da ist das alle Mitglieder auswählen Symbol. Eine Verhandlung der Archonten. Gibt's hier was Neues? Nö. Eisenklinge. Die Meisterin der Esse befindet sich im Moment in Lithians Kreuzung, der Siedlung unter dem Turm des Sonnenuntergangs. Ja, ich hätte diesen Turm nämlich gerne als nächstes gehabt. Die Frage ist nur, wie komme ich nach Lithians Kreuzung, wenn ich über den Eisen fahre? Ob Ash da vielleicht eine Idee hat?
Du suchst meinen Rat? Warum auch nicht? Wahrhaftige Weisheit kommt vom Wissen um die eigenen Einschränkungen und ich habe dir viel mitzuteilen.